بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute Alhamdulillah mit einer neuen Sura beginnen. Eine Sura aus dem 28. Juz des Koran. Und zwar handelt es sich um die Sura Nummer 64. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir Sura At-Talaq abgeschlossen gehabt. Alhamdulillah, in drei Einheiten. Das war letzte Woche gewesen. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir mit der Sura Nummer 64, Sura At-Taghabun, beginnen. Ich werde mal schauen, dass ich es versuche, auf zwei Einheiten zu beschränken. Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn nicht, dann müssen wir daraus drei Einheiten machen, insha'Allah ta'ala. Surat At-Taghabun. Eine Sura, welche aus 18 Versen besteht. Und bei der es unterschiedliche Auffassungen unter den Gelehrten gibt, ob es sich hierbei um eine medinensische oder um eine mekkanische oder um eine sowohl medinensische als auch mekkanische Sura handelt. Das ist also eine jener Suren, wo es nicht ganz eindeutig ist. Wo wir Ayat haben, welche darauf hindeuten, dass diese Sura in der mekkanischen Phase, also vor der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, offenbart wurde. Aber auch Hinweise darauf haben, eigentlich relativ deutliche Hinweise, weshalb auch mehr Gelehrte davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine medinensische Sura handelt, dass diese Sura nach der Hijra, das heißt nach der Auswanderung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, offenbart wurde. Es gibt Gelehrte, die sagen, sie ist komplett medinensisch. Es gibt Gelehrte, die sagen, sie ist komplett mekkanisch. Und es gibt Gelehrte, die sagen, sie ist sowohl mekkanisch als auch medinensisch. Wir müssen davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich so in dieser Übergangsphase dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden oder dass wirklich einige Ayat erst später offenbart wurden und die anderen schon zuvor und daraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch Jibril alaihi salam aufgezeigt bekommen hat, dass diese Ayat zusammengehören und dass es sich hierbei um eine Sura handelt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart bekommen hat. Surat At-Taghabun ist eine Sura, welche zu einer Gruppe von Suren gehört. Und man nennt diese Suren die sogenannten Al-Musabbihat. Die sogenannten Al-Musabbihat. Was heißt das? Was ist das für eine Gruppe? Um welche Suren handelt es sich? Al-Musabbihat sind Suren, welche mit dem Tasbih beginnen. Wir werden nachher noch erklären, was die Tasbih ist. Also mit der Lobpreisung beginnen, mit entweder dem Verb Sabbaha oder auch in der Gegenwartsform Yusabbihu, Vergangenheit oder Gegenwart, oder auch im Imperativ, in der Befehlsform Sabbih, oder als ein sogenannter, ich weiß nicht, wie das genau auf Deutsch heißt, ist ein Fi'l, Subhan. Und es handelt sich hierbei um genau sieben Suren. Surat al-Isra beginnt mit den Worten Subhan alladhi asra. Preis sei der, der die Nachtreise unternommen hat mit seinem Diener von al-Masjid al-Haram zu al-Masjid al-Aqsa. Dann Surat al-Hadid, Surat al-Hashr, Surat al-Saff, Surat al-Jumu'ah und Surat al-Taghabun beginnen jeweils mit Sabbaha oder Yusabbihu. Sabbaha ist die Vergangenheitsform, Präteritum. Oder Yusabbihu ist die Gegenwartsform. Und dann haben wir noch die Imperativform in einer Sura, nämlich in Surat al-A'la. Sabbihisma rabbika al-A'la. Sabbihisma rabbika al-A'la. Das sind insgesamt sieben Suren, die zu der Gruppe der Musabbihat gehören. Die zu der Gruppe der Musabbihat gehören. Und diese Musabbihat haben auch einen gewissen Vorzug, weil es überliefert wird, auch wenn die Überlieferung nicht ganz authentisch ist, aber wie gesagt, es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Musabbihat
gelesen hat, bevor er schlafen gegangen ist. Also es ist, wenn überhaupt, eine Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man sie liest vor dem Schlafengehen. Alle ein Teil. Wie gesagt, die Überlieferung ist nicht ganz authentisch, ja, aber es deutet darauf hin, dass es sich hierbei auf jeden Fall um eine Gruppe von Suren handelt, welche für einen Muslim sehr, sehr wichtig ist. Und wir werden gleich, inshallah ta'ala, wenn wir dann mit der ersten Ayah beginnen, auch erklären, was bedeutet überhaupt das Wort Tasbih. Was ist überhaupt Tasbih? Was ist das überhaupt? Ja? Weil das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Ausdruck, den jeder Muslim kennen muss. Weil es sich nämlich um eine gewaltige Ibadah handelt. Um eine gewaltige gottesdienstliche Handlung. Surat Al-Taghabun besteht, wie wir gerade erwähnt haben, aus insgesamt 18 Versen. Und man kann sie in drei grobe Abschnitte aufteilen, die man nochmal unterteilen könnte. Aber es geht erstmal darum, dass wir erstmal, sage ich mal, einen Überblick über diese Sura bekommen. Und zwar zunächst erst einmal eine Einleitung. Und in dieser Einleitung wird Allah Ta'ala gelobpreist. Diese Einleitung wird Allah Subhanahu wa Ta'ala gelobpreist. Und Allah Ta'ala, er zeigt seine gewaltigen Eigenschaften auf in Bezug auf die Schöpfung des Menschen, dass er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat, etc. Dann im zweiten Teil, nach der Einleitung, spricht Allah Subhanahu wa Ta'ala über Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind und Dinge, die in der Zukunft geschehen werden. Und zwar in Bezug auf den Ausgang des Kufrs und des Imans. Nochmal. In Bezug auf den Ausgang des Kufrs und des Imans. Der Folgen von Unglaube in der Dunya sowie im Akhira, als auch der Folge von Glauben in der Dunya und im Akhira. Und dann im letzten Teil der Sura spricht Allah Subhanahu wa Ta'ala, und zwar man kann sagen, ab den Versen Nummer 12 bis 18, spricht Allah Ta'ala hier die Gläubigen direkt an und gibt ihnen vier verschiedene Ratschläge. Vier verschiedene Ratschläge, welche sie in ihrem Leben benötigen. Das ist die Sura. Erstmal so als Überblick. Wir werden jetzt nicht die gesamte Sura vorlesen, weil wir werden das und so jetzt inshallah Ta'ala Abschnitt für Abschnitt tun. Aber dass wir erst einmal einen Überblick haben. Was steht im Herzen dieser Sura? Im Herzen dieser Sura steht ein Wort. Nach diesem Wort wurde diese Sura benannt. Und dieses Wort kommt nur ein einziges Mal im Koran vor. Und das ist das Wort At-Taghabun. Das ist das Wort At-Taghabun. Und im Grunde genommen dreht sich alles um dieses Wort At-Taghabun. Und was At-Taghabun bedeutet, das werden wir auch noch besprechen, inshallah. Aber vorweg erst einmal, manche haben es übersetzt als Übervorteilung. Andere haben es übersetzt, wie Muhammad Asad beispielsweise, als Gewinn und Verlust. Gewinn und Verlust. Und zwar in Bezug auf den Tag des Taghabun. Den Tag des Gewinnes und des Verlustes. Aber dazu dann mehr, wenn wir inshallah ta'ala darauf zu sprechen. Also man kann sagen, das ist sozusagen das Herzstück dieser Sura. Taghabun, ja, ist das Herzstück dieser Sura. Und danach wurde auch diese Sura benannt. Wir wissen also jetzt, dass Surat At-Taghabun zu diesen Musabbihat gehört. Hat Surat At-Taghabun auch etwas zu tun mit diesen Musabbihat? Ja. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir werden nur kurz darauf eingehen, weil das erst richtig verständlich wird, wenn wir auf die anderen Musabbihat zu sprechen kommen. Aber zunächst erst einmal mit der Sura, die davor ist. Welche Sura steht dann vor Surat At-Taghabun? Weiß es jemand? Welche Sura steht vor Surat At-Taghabun? Na, unsere Hufar. Was kommt vor Surat At-Taghabun? Arhamakumullah. Ich dachte, du willst es sagen. Welche Sura ist vor Surat At-Taghabun? Ja? Al-Munafiqun. Okay. Er hat schon gesagt. Al-Munafiqun. Genau. Du bist nicht, nein, du gehörst nicht dazu. Nein, nein. Also Al-Munafiqun. Ja? Die Heuchler. Sehr interessant. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in Surat Al-Munafiqun über die Heuchler. In dieser Sura spricht er aber insbesondere über eine andere Gruppe von Menschen, und zwar die Kafirun. Also einmal wird in einer ganzen Sura über die Heuchler gesprochen und dann wird in einer ganzen Sura über die Kafirun gesprochen, die Ungläubigen. Ebenfalls, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf in Surat al-Munafiqun, dass wir uns retten sollen, dass wir spenden sollen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. In dieser Sura zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf,
dass uns unsere Familien etc. uns nicht abhalten sollten, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala Einsatz zu zeigen und nicht geizig zu sein. Ebenfalls sehen wir, es gibt viele Zusammenhänge. Wir werden vielleicht darauf nochmal etwas näher zu sprechen kommen, wenn wir uns dann mit Surat al-Munafiqun beschäftigen werden, insha'Allahu ta'ala. Beginnen wir nun mit der ersten Ayah aus Surat al-Taghabun. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Wie gesagt, sie beginnt mit dem Tasbih. Allah preist alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört alles Lob und er hat zu allem die Macht. يُسَبِّح, Tasbih. Was ist eigentlich die grundlegende Bedeutung von Tasbih? Die ursprüngliche, grundlegende, sprachliche, linguistische Bedeutung von Tasbih. Das Wort Tasbih, davon lassen sich viele Dinge herleiten, die uns auch bekannt sind. Diejenigen, die der arabischen Sprache mächtig sind, kennen mindestens ein Wort. Ja? Du lachst? Schwimmen. Schwimmen. Yasbah. Das heißt, es hat jetzt Schwimmen mit Tasbih zu tun. Und zwar sagen die Gelehrten, die ursprüngliche Bedeutung von Tasbih ist, sich zu distanzieren. Sich zu entfernen von einer Sache. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Was hat das jetzt mit Schwimmen zu tun? Wenn jemand schwimmen geht, dann begibt er sich, ja, entfernt er sich von den Menschen im Sinne von, er begibt sich einen Ort, wo er immer sozusagen weiter dann ins Meer hineinschwimmt. Oder immer weiter dorthin geht, wo es noch tiefer wird. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von was? Von Yasbah. Die Sonne ebenfalls. وَكُلُّمْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ. Alle befinden sich in irgendeiner Weise in einem Felak, das heißt in einer Bahn. Alle Himmelskörper. Die Sonne, der Mond. Und sie sozusagen entfernen sich immer weiter, kommen auch näher, aber wie gesagt, sie befinden sich im Weltraum. Ja? Sie befinden sich in einem Weltraum und laufen immer in ihrer Bahn, so als würden sie schwimmen. In der ursprünglichen Bedeutung von sozusagen Sabaha, schwimmen, ja, sich distanzieren, an einen Ort gehen, der sehr tief ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, Sabaha, im Sinne von Preisen, was ist damit gemeint? Was hat das mit Distanzieren zu tun? Und zwar, damit ist gemeint, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala von allem freispreche und ihm von allem fernhalte, was in irgendeiner Weise auf einen Mangel hindeutet. Der Tasbih bedeutet was? Allah freizusprechen von jeglichem Mangel. Ich schreibe Allah Ta'ala nur die positiven Eigenschaften hinzu, und das ist der Hamd. Und gleichzeitig spreche ich Allah frei von jeglicher Form von Mangel und von jeglicher Form von negativen und schlechten Eigenschaften. Das ist der Tasbih. Und deswegen, der Tasbih und der Hamd sind zwei Dinge, die zueinander gehören und die zu einem grundlegenden Prinzip in unserer Religion gehören. Ich spreche Allah frei von jeglichem Mangel und füge ihm alle positiven und vollkommenen Eigenschaften oder spreche ihm alle positiven und vollkommenen Eigenschaften zu. Unsere Shahada ist genauso aufgebaut. Wie ist unsere Shahada aufgebaut? Unsere Shahada ist aufgebaut mit einer Negierung. Ich negiere, dass es irgendeine Gottheit gibt. Ja. Außer wem? Und jetzt spreche ich ihm einzige göttliche Eigenschaft wem zu? Allah. Alles baut darauf auf. Ebenfalls in meiner Charakterreinigung, in meiner Tazkiyah, was mache ich? Ich trenne mich von allen negativen Eigenschaften und versuche mir, die positiven Eigenschaften anzueignen. Tasbih und Hamd. Und deswegen, was sind die gewaltigsten Worte? Die Worte, die Allah am meisten liebt. Es gibt einen schönen Hadith diesbezüglich. Kalimatan. Habibatani ila Rahman. Es gibt zwei Wörter, zwei Sätze, die Allah, der Al-Abama, über alles liebt.
خفيفتان على اللسان, die leicht auf der Zunge liegen. ثقيلتان في الميزان, die aber schwer in der Waage liegen. Welche sind das? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Guck mal. Subhanallah wa bihamdihi. Ich preise Allah, das heißt, ich spreche ihn frei von jeglichem Mangel. Wa bihamdihi, und ich lobpreise ihn, indem ich ihm alle positiven Eigenschaften zuschreibe. Beides gehört zueinander. Subhanallah. Und das ist das, was einen Muslim ausmacht. Und jetzt ist es interessant. Allah Ta'ala, er beginnt diese Sura mit Yusabbih, in der Gegenwartsform. Yusabbih, im Präsens. Er sagt nicht Sabbah. An anderen Stellen sagt er Sabbah. Dass Allah aufzeigt, Allah Ta'ala preist alles zu jeder Zeit und an jedem Ort, in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft, was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Interessant. Allah benutzt das Wort مَا. Er benutzt sich das Wort, das Relativpronomen مَا und nicht das Relativpronomen مَن. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen مَا und مَن in der arabischen Sprache? يُسَبِّحُ لَهُ مَن gibt es auch. Und es gibt مَا. Was ist der Unterschied zwischen مَا und مَن in der arabischen Sprache? Ja. Man bezieht sich eher auf Menschen. Genau, auf Dinge, die einen Verstand besitzen. Al-Uqala. Dinge, die einen Verstand besitzen. Personen. Lebewesen. Und مَا bezieht sich sowohl auf Lebewesen und Wesen, die einen Verstand besitzen, wie Menschen, als auch auf leblose Gegenstände. Und alles andere. Pflanzen, alles was dazugehört. Erde, Pflanzen, Steine, Sonne. Weil alles am Ende was macht? Das Bier. Und Allah zeigt uns an den unterschiedlichsten Stellen auf. Dass die Berge, die Sonne, die Bäume, alles wirft sich vor Allah nieder. Ohne Ausnahme. Das gesamte Universum ist die Schöpfung Allahs und somit ein Diener Allahs. Und dann fügt Allah hinzu, er ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist. Und in dessen Hand auch, und ihm gehört auch das Lob. Also nicht nur das Bier, sondern er wird gelobt. Und was ist Alhamd? Alhamd ist mehr als nur Al-Shukr. Lob ist das eine und Dank ist das andere. Lob verdiene ich, selbst wenn ich dem Menschen nichts gegeben habe. Allah verdient das Lob, weil er vollkommen ist. Das heißt, selbst wenn Allah uns nichts gegeben hätte, er hätte das Lob verdient. Ganz wichtig. Selbst, ja, wenn Allah Ta'ala uns nicht gegeben hätte, er hat für sich, weil er diese vollkommenen Eigenschaften besitzt, das Lob verdient. Dank erfährt oder sozusagen verdient eine Person nur dann, wenn sie etwas gegeben hat. Aber Lob kannst du auch bekommen, selbst wenn du nichts davon hast. Beispiel. Ja, irgendeine bekannte Persönlichkeit oder jemand, der ein Schauspieler etc., die Leute loben ihn. Ich meine, ich habe von ihm nichts bekommen, ja? Außer dass er ein schöner, toller Schauspieler ist oder jemand sieht gut aus, wie auch immer. Ja, ich habe davon nichts. Ja? Es ist schön, dass er erfolgreich ist, aber am Ende, ich persönlich habe nichts davon. Und trotzdem loben die Leute, guck mal, ja? Wie gut er aussieht, guck mal, weiß ich nicht was. Ja? Was für ein toller Sportler er ist. Es ist eigentlich, wie gesagt, also ich lobe ihn, weil er einfach über schöne Eigenschaften verfügt. Weil er etwas erreicht hat in seinem Leben. Obwohl ich von ihm persönlich nichts bekommen habe. Und Allah Ta'ala, er hat das Lob verdient für sich, weil er vollkommen ist in seinen Eigenschaften. Und unabhängig davon, ob die Menschen ihn dann loben oder nicht, weil das ist dann nämlich die nächste Ehe, er hat das Lob verdient. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Und er hat zu allem die Macht. Und dann sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, es kommt eine sehr wichtige Ehe. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Gläubige und gibt es unter euch, Ungläubige und gibt es unter euch Gläubige. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Sehr interessant. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat hier diese Einleitung gemacht, um dann aufzuzeigen, es gibt trotz alledem Menschen, die ungläubig sind. Und unabhängig davon, ob es diese Menschen gibt, die ungläubig sind oder nicht, Allah hat das Lob verdient. Und Allah Ta'ala lobpreist alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Auch wenn es Menschen gibt, die das nicht anerkennen wollen und die das nicht wahrhaben wollen. Aber das ändert nichts an dieser Tatsache.
gibt Menschen, die sagen, all das sei durch die Natur entstanden, durch Zufall. Die Natur ist schön, guck mal, was die Natur alles geschaffen hat. Allah Ta'ala schadet es nicht und es ändert nichts an der Tatsache, dass es trotzdem Allah war, der das erschaffen hat. Ob du das wahrhaben möchtest oder ob du das nicht wahrhaben möchtest. Manche versuchen das irgendwie durch wissenschaftliche Theorien dann zu erklären und versuchen Gott und das Wort Gott absichtlich, ganz bewusst nicht in den Mund zu nehmen. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass Allah trotz alledem der Schöpfer all dieser Dinge ist. Und dass Allah sogar denjenigen, der behauptet, es würde keinen Gott geben und wir bräuchten Gott nicht, auch erschaffen hat. Selbst wenn er ein Käfer ist, er hat ihn erschaffen. Und das ist sehr interessant, dass Allah hier erstmal die Ungläubigen erwähnt, weil das ist das, worum es geht. Es geht darum aufzuzeigen, dass alles, was in dem Universum ist, alles, was wir an Schöpfung sehen, Allah Ta'ala lobpreist, auch wenn es Menschen gibt, die das vielleicht nicht akzeptieren wollen. Es ist aber so, auch wenn wir das vielleicht nicht sofort sehen. Ich meine, wir sehen nicht, wie die Bäume Allah lobpreisen. Oder wir verstehen es zumindest nicht. Wir verstehen die Sprache nicht. Aber Allah Ta'ala, er sagt, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Und es gibt nichts, was nicht Allah lobpreist. Auch wenn ihr diese Lobpreisung nicht versteht. Auch wenn ich nicht verstehe und den Baum nicht höre, wie er Allah lobpreist. Aber ich weiß, er tut es. Auch wenn ich den Stein, der neben mir ist und auf dem ich vielleicht sogar sitze, weiß, sozusagen, er lobpreist Allah, aber ich verstehe es nicht, aber er lobpreist Allah alles. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Den Menschen gibt es aber welche, die das nicht akzeptieren wollen. Und Allah Ta'ala hat sie trotz alledem erschaffen. Und Allah sagt, er hat euch erschaffen und unter euch gibt es dann Ungläubige und unter euch gibt es Gläubige. Mit anderen Worten, Allah Ta'ala, er hat es zugelassen, dass es überhaupt Glaube und Unglaube geben kann. Und das ist genau das, was den Menschen so besonders macht. Was macht den Menschen besonders? Die Fähigkeit, sich entscheiden zu können. Für oder gegen Allah. Das kann kein anderes Wesen. Eine Biene kann sich nicht gegen ihre Bestimmung entscheiden. Eine Arbeiterin bleibt immer eine Arbeiterin. Eine Ameise genauso. Vögel genauso. Ja, sie sind einfach ein Teil, sozusagen, ihrer Gruppe, fliegen mit den anderen Vögeln mit. Wenn es Zugvögel sind, sie folgen ihrer Bestimmung, ihrem Instinkt. Wir nennen das Instinkt. Der Einzige, der sich gegen seinen Instinkt wenden kann, ist wer? Ist der Mensch. Subhanallah. Und das ist genau das, was den Menschen ausmacht. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Menschen und den anderen Geschöpfen. Und das ist der Grund, warum Allah Ta'ala den Menschen erhöht hat. Aber auch gleichzeitig ihm die Fähigkeit gegeben hat, sich selbst zu erniedrigen. Der Mensch kann eine Stufe erreichen, wo sogar die Engel sich vor ihm verneigen, wie Adam a.s. Aber er kann auch eine Stufe erreichen, wo er ganz weit unten ist. Subhanallah. Und es liegt in seiner Hand. Allah lässt das zu. Und deswegen sagt er Allah, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, unter euch gibt es Ungläubige. Und ich lasse das zu. Würde Allah das nicht zulassen, hätten wir das nicht machen können. Dann würden wir genauso wie die anderen Geschöpfe sein. Wir würden einfach Allah dienen. Einfach unserem Instinkt folgen, wie die Engel. Es würde zwischen uns und den anderen Geschöpfen keinen Unterschied geben. Dann hätte uns aber auch Allah nicht zur Rechenschaft gezogen. Das, was uns ausmacht als Menschen, ist, dass wir uns entscheiden können für den Kufr oder den Iman. Und die Frage ist die, für was entscheidest du dich? Weil es wird einen Tag geben, wo du genau dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah weiß, was ihr tut und sieht das wohl. Dann, Allah Ta'ala, er spricht weiter über seine Eigenschaften und was er erschaffen hat. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ بِالْحَقِّ. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. وَصَوَّرَكُمْ. Und dabei eure Gestalten schön gemacht. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Und euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Und zu ihm ist der Ausgang. Nochmal eine Bestätigung, dass alles von Allah Ta'ala erschaffen wurde. Und Allah auch uns erschaffen hat, und zwar in schönster Weise, nicht einfach so, sondern in schönster Weise. Und jeder Mensch weiß das eigentlich. Und spürt das auch, dass der Mensch etwas Besonderes ist. Aber viele wollen das nicht wahrhaben. Aber zu ihm ist der Ausgang und Allah Ta'ala wird uns genau nach diesen Dingen befragen. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Jetzt kommt eine Warnung. Er weiß ganz genau, was ihr tut. Er weiß ganz genau, was ihr denkt. Wenn du glaubst, du könntest Allah überlisten und du wärst intelligenter als dein Schöpfer, dann weiß das Allah subhanahu wa ta'ala, was in deinem Herzen ist.
Er weiß ganz genau, was in deiner Brust ist. Und er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ. Und er weiß, was ihr geheim haltet. وَمَا تُعْلِنُونَ. Und was ihr offenlegt. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Es gibt viele Menschen, welche auch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, muss das natürlich auch in diesem Kontext sehen, wo diese Sura offenbart wurde. Es gibt viele Menschen, die irgendwelche Dinge dann als Ausrede erwähnen, warum sie nicht glauben, warum sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehnen, warum sie dies oder jenes tun. Aber Allah Ta'ala, er weiß am Ende, was in den Herzen der Menschen ist. Und er wird auch die Menschen genau dafür zur Rechenschaft ziehen, auch wenn ich vielleicht den Menschen etwas anderes sage, mich anders äußerlich darstelle. Allah Ta'ala, er wird mich am Ende für das zur Rechenschaft ziehen, was in meinem Herzen ist. Und das ist jetzt was? Das ist eine indirekte Warnung. Weil Allah Subhanahu wa Ta'ala nämlich nach dieser Einleitung über seine Eigenschaften und darüber, dass er die Menschen erschaffen hat, jetzt über den Ausgang der Völker spricht, welche dem Unglauben verfallen sind. Und jetzt kommt eine direktere Warnung. Wahrscheinlich sind diese Ayat noch in Mekka dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart worden, nochmal als letzte Ayat, sodass die Muschrikun noch einmal die Augen geöffnet werden und dass sie am Ende keine Ausrede haben dafür, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehnen. Und er zeigt uns jetzt auf, was geschehen ist mit vorherigen Völkern. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren? Das ist ganz wichtig, der Koran macht das immer wieder. Er spricht erst einmal theoretisch darüber und verlangt von denjenigen auch über ihr Verhalten nachzudenken, warum sie nicht bereit sind, die Wahrheit zu befolgen, den Iman anzunehmen. Und dann macht der Koran was? Er bringt Beispiele aus der Vergangenheit. An dieser Stelle nennt er kein konkretes Beispiel. Er nennt ein allgemeines Beispiel. Und er zeigt auf, wie viele Völker zuvor den Glauben abgelehnt haben und daraufhin das kosten mussten, was sie mit ihren Händen vorausgeschickt haben. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. Ist nicht zu euch die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren? Das ist eine rhetorische Frage, natürlich ist sie gekommen. Sie kannten die Geschichten der Völker, die vor ihnen waren. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ. Und dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Diese Methodik des Korans ist eine sehr wichtige Methodik, die wir in unserem Leben immer wieder praktizieren sollten, meine lieben Geschwister. Wir sollten lernen aus der Geschichte. Das heißt, ich sollte immer schauen, welche Fehler haben die Menschen vor mir gemacht und daraus lernen und nicht dieselben Fehler wiederholen. Das Problem bei vielen Menschen ist, sie machen dieselben Fehler, die andere schon vor ihnen gemacht haben und lernen daraus nicht. Und denken, sie würden es, obwohl sie das Gleiche tun, was die Menschen davor gemacht haben, es dann besser wissen, es besser machen und fallen auf die Nase. Und ich als Muslim sollte immer wieder versuchen zu schauen, welche Lehren kann ich ziehen von den anderen Menschen, von anderen Völkern, von den Geschichten aus dem Koran, aber auch von den Geschichten, die ich selbst aus meinem persönlichen Umfeld kenne. Und sollte nicht die gleichen Fehler machen, die sie gemacht haben. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, welches Argument sie benutzt haben. Und er nennt ein Argument, was der Koran immer wieder erwähnt. Und was immer wieder auch von den Ungläubigen zu Zeiten der Propheten, aber auch sogar in unserer heutigen Zeit dann hervorgebracht wird, um zu sagen, also ich kann das nicht annehmen, diesen Glauben. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen. Sie hatten klare Beweise. Alle Propheten hatten Beweise für das, was sie getan haben. Sie haben nicht einfach behauptet, ich bin ein Prophet, sondern sie haben das bewiesen. Und es gab unterschiedliche Beweise. Es gab rationale Beweise und es gab auch, wie soll man das nennen, also Mu'jizat, also im Sinne von Beweise als Wunder, also außergewöhnliche Dinge, die geschehen sind vor den Augen dieser Menschen.
sodass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Beweise gegeben hat, sodass kein Zweifel offen blieb, dass es sich hierbei wirklich um einen Gesandten Gottes handelte. Und wenn wir uns die Propheten anschauen, dann sehen wir, ja, jeder Prophet hatte eine bestimmte Form von Beweisen. Immer auch gerade die Beweise, welche zu der jeweiligen Zeit notwendig waren, um die Menschen zu überzeugen. Musa lebte in einer Zeit, wo die Magie und schwarze Magie und Zauberei besonders verbreitet gewesen war. Und wir wissen, dass Pharao sich auf seine Zauberer stützte, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Beweis gab, der die Menschen zu seiner Zeit überzeugen konnte. Und zwar den Stab, mit dem er ebenfalls dann Dinge bewirken konnte, die unglaublich waren. Und wo die Zauberer sogar wussten, das ist keine einfache Zauberei, sondern das ist wirklich ein Wunder von Allah. Isa alayhi salam ebenfalls bewirkte Dinge, die für die Menschen damals unglaublich waren. Sodass jeder, der mit Isa alayhi salam in Verbindung stand, wusste, es handelt sich hierbei um einen Propheten Gottes. Und wichtig ist, die rationalen Beweise kommen ja auch noch hinzu. Es sind ja nicht, bewirken ja nicht irgendein Wunder, sondern sie bewirken ein Wunder in Verbindung mit einer Botschaft, die klar und deutlich ist. Sodass kein Zweifel offen ist, es handelt sich hierbei wirklich um einen Gesandten Gottes. Aber das wollten viele nicht akzeptieren und sie haben sie dann argumentiert. Allah Ta'ala, er sagt es. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. Sie aber sagten, sollen etwa menschliche Wesen uns recht leiten? Warum schickt dann Gott einen Menschen und nicht einen Engel? Ein typisches Argument, was wir auch heutzutage hören. Warum zeigt sich Gott denn nicht, wenn es ihn doch gibt? Warum sehe ich denn nicht die Engel, wie sie vom Himmel herabkommen? Warum gibt es dann keine deutlichen Zeichen? Allah subhanahu wa ta'ala, er antwortet darauf an anderer Stelle im Koran. Und er sagt, Surat al-Furqan, dass wenn wir Engel gesandt hätten, dann hätten wir sie als was gesandt? Als Menschen, in Surat al-An'am. Dann hätten wir sie als Menschen gesandt. Weil die Gesandten mehr als die Aufgabe haben, einfach nur die Botschaft Gottes zu übermitteln. Welche Aufgabe haben sie denn noch, die Gesandten Gottes? War es einfach nur, ich übermittle eine Botschaft oder hatten sie noch eine weitere Aufgabe gehabt? Als Vorbilder. Vorbilder, ganz wichtig. Sie sind Vorbilder gewesen. Und wie kann bitteschön ein Engel ein Vorbild für einen Menschen sein? Was würden denn die Menschen sagen, wenn plötzlich Engel kommen würden? Sie würden sagen, ja, ihr seid Engel, wir sind Menschen, wir sind schwach, ihr seid fehlerfrei. Ihr habt keinen freien Willen, wir haben einen freien Willen, also können wir nicht auf euch hören und können wir die Wahrheit nicht von euch akzeptieren. Also es würde immer irgendein Argument geben. Und deswegen, die sagen, ja, schickt den Menschen. Ja, natürlich schickt Allah Ta'ala Menschen. Menschen, die makellos sind in ihrem Charakter. Menschen, welche Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt hat mit Wundern, die sie bewirkt haben. Menschen, welche mit einer klaren und deutlichen Botschaft gekommen sind und mit rationalen Argumenten. Und welche im Grunde genommen nur die Menschen zu tugendhaften Taten und zum Glauben an Allah aufgefordert haben und davon in keiner Weise Profit selbst haben wollten. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. Sollen etwa menschliche Wesen uns recht leiten? Verkafaru. Sie wurden somit ungläubig. Watawallau und kehrten sich ab. Wastaghna Allah, doch Allah bedurfte ihrer nicht. Wallahu ghaniyun hamid. Und Allah ist unbedürftig und lobenswürdig. Dieser Zusatz, wastaghna Allah, ist sehr wichtig, auch für uns Muslime. Doch Allah bedurfte ihrer nicht. Das muss mir immer klar sein als Muslim. Allah braucht mein Gebet nicht. Allah braucht meinen Glauben nicht. Allah braucht meinen Einsatz für die Moschee nicht, für die Gemeinschaft nicht. Allah braucht meine Spende nicht. Sondern wer ist derjenige, der das braucht? Ich selbst. Und wenn ich das verstanden habe als Muslim, dass ich im Grunde genommen der einzige Nutznießer dieser Handlungen bin, dann werde ich niemals hochmütig werden oder das jemandem unter die Nase reiben oder Allah meinem Schöpfer vorhalten. So wie es leider auch immer wieder einige Menschen tun oder sagen, ich habe das und jenes getan.
Nein, Allah braucht das alles nicht. Du brauchst das selbst und deswegen sei dankbar, dass du etwas Gutes tun konntest. Sei dankbar, dass du eine Spende geben konntest. Sei dankbar, dass du beten kannst. Sei dankbar, dass du diesen Weg gefunden hast. Und halte das nicht Allah vor und tu nicht so, als würdest du etwas Besonderes getan haben. Es ist ein Geschenk Allahs, dass du etwas Gutes tun durftest. Wastaghna Allah. Derjenige, der sich abwendet, ist der eigentliche Verlierer. Und wenn du dich abwendest, dann wird Allah Ta'ala jemand anderes bringen, der es an deiner Stelle tun wird. Eine Ayah in Hadith. Allah Ta'ala, er sagt, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Wendet ihr euch ab, so wird er euch eintauschen mit einem anderen Volk, was nicht so sein wird wie ihr. Nummer 1. Nummer 2 der Hadith. Unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass Allah Ta'ala manche Diener auserwählt hat. Mit Gnaden, mit Ni'am. Welche sie verwenden sollen für den Nutzen der Menschen. Also Allah Ta'ala ergibt jemandem beispielsweise Vermögen, damit er dieses Vermögen nutzt, um damit anderen Menschen zu helfen. Zu spenden, nützliche Projekte, ja, mit einem, sozusagen, welche der Gemeinschaft helfen. Ja, zu unterstützen, etc. Und sobald sie das nicht mehr tun, nimmt Allah Ta'ala diese Gnade von ihnen und gibt sie jemandem anderen. Das heißt, du warst nur ein Mittel gewesen, um etwas Gutes zu tun. Und sobald du diese Gnade missbrauchst und nicht mehr dafür nutzt, für die Allah Ta'ala sie vorgesehen hat, wird sie dir genommen und jemandem anderen gegeben. Wastaghna Allah. Allah bedurfte ihrer nicht. Und Allah bedarf unserer nicht und unserer Taten nicht, sondern wenn ich was Gutes tue, dann tue ich das nur für mich selbst. Und danke Allah, dass er mir die Kraft gegeben hat, dieses Gute Tat zu tun. Wallahu ghani und hamid. Und Allah ist unbedürftig und lobenswürdig. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über die Ungläubigen. Sowohl zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als auch in jeder anderen Zeit. Deswegen Allah Ta'ala, er beschränkt es jetzt nicht auf die Zeit des Propheten, also spricht im Allgemeinen, dem er sagt, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten und glaubten, dass sie nicht auferweckt werden. Allah Ta'ala verwendet das Wort za'amu. Was heißt denn za'ama? Za'ama ist eine Form von Mutmaßung. Es ist eine Form von Mutmaßung, für die ich nicht wirklich einen Beleg habe. Und wenn wir uns das mal heute anschauen, subhanallah, und mit vielen Menschen sprechen, dann werden wir sehen, dass diese Ayah auf einen Großteil der heutigen Menschheit zutrifft. Wenn du mit jemandem sprichst, der nicht glaubt, der sagt, ja, es könnte sein, dass es Gott gibt. Ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Und wenn, dann wird es mir schon irgendwie gut ergehen. Ich habe ein gutes Herz, etc. Alles Mutmaßungen. Haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt, gar nicht damit beschäftigt. Ja, ich gehe davon aus, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Aber ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Eventuell gibt es was nach dem Tod. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Sa'amu. Und Allah Ta'ala sagt, Sa'am alladhina kafaru an lan yub'athu. Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Und jetzt hört mal die Antwort. Qul bala. Sprich. Aber ja doch. Wa rabbi la tub'athunna. Bei meinem Herrn ein Schwur, ein schwerer Schwur. Ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Es ist einer von drei Schwüren, die wir im Koran diesbezüglich finden. Surat al, welche Surat ist? Qul i wa rabbi, Surat, fällt gerade der Name der Surat nicht ein. Surat Ra'ad, Qul i wa rabbi, ja? Ich sage euch genau, welche Ayah das ist. Ich habe es hier sogar aufgeschrieben, ja, wenn ich es jetzt gleich finde. Auf jeden Fall ist es einer von drei Schwören, wo Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Weise schwört. Ein harter Schwur. Doch bei meinem Herrn. Qul iwa, was habe ich die Ayat verwechselt? Entschuldigt bitte, so nochmal zurück. Qul bala wa rabbi. Sag aber, ja doch, bei meinem Herrn. La tuba'athun, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Thumma la tunabba'unna bima amiltum. Hierauf wird ihr ganz gewiss das kundgetan, wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Wa dhalika ala Allahi yasir. Und dies ist Allah ein leichtes.
Das heißt, unabhängig davon, mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, ob der Mensch glaubt, dass es Gott gibt oder nicht, unabhängig davon, ob er glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Und es ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir alle vor Allah stehen werden, dass wir alle auferstehen werden und dass uns Allah subhanahu wa ta'ala dann berichten wird, was wir getan haben. Und dies ist für Allah subhanahu wa ta'ala ein leichtes. Und das muss mir immer klar sein, als Mensch, dass wenn es wirklich stimmt, was die Religion sagt, und es stimmt, dann habe ich als Mensch, der unglaublich ist, ein gewaltiges Problem. Ein sehr gewaltiges Problem. Weil dann wird nämlich genau das zutreffen, was all die Religionen und all die Propheten prophezeit haben. Und dann wird es mir nicht sitzen, dass ich sage, ich habe das nicht geglaubt oder ich wusste das nicht, ich war mir nicht sicher, sondern es ist die Wahrheit, die jeden Einzelnen von uns betreffen wird. Und jetzt kommt die Aufforderung an uns. Wenn das der Wahrheit entspricht, so glaubt an Allah. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Darum glaubt an Allah und an seinen Gesandten und an das Licht, das wir hinabgesandt haben. Glaubt an Allah und glaubt an den Koran, was ein Licht ist, was herabgesandt wurde auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und nachdem Allah Ta'ala diese Aufforderung an uns gerichtet hat, kommt jetzt das Herzstück dieser Sura. Und zwar, wo das Wort vorkommt, was dieser Sura den Namen gegeben hat, nämlich At-Taghabun. Womit wir dann auch zum Ende kommen für heute, insha'Allah Ta'ala. Und zwar sagt Allah Ta'ala, يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابٌ. Am Tag, der er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird. Das ist der Tag der Übervorteilung. Allah subhanahu wa ta'ala ergibt dem jüngsten Tag in einer Ayah zwei Namen. Im Koran gibt es immer wieder Namen für den jüngsten Tag. Und diese Namen, die beschreiben diesen Tag. Und Allah ta'ala, er erwähnt jetzt hier zwei Eigenschaften dieses Tages. Einmal Yawm al-Jam' und einmal Yawm al-Taghab. Was heißt Yawm al-Jam'? Am Tag, der er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird. Die Gelehrten sagen, Yawm al-Jam' ist gemeint, dass Allah Ta'ala alle Menschen von Adam alayhi salam bis zum letzten Menschen an einem einzigen Ort versammeln wird. Hinzu kommt, dass alle Gruppen an einem Ort versammelt werden. Die Anhänger eines Tyrannen werden mit diesen Tyrannen zusammen sein. Die Anhänger eines Propheten, die ihnen folgten, werden mit diesen Propheten zusammen sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen am jüngsten Tag, die er liebt. Alle werden jetzt versammelt werden. Und alle werden einen Imam haben, den sie befolgen werden. Ein Vorbild, was sie in dieser Dunya befolgt haben. Und sie werden sich genau mit diesem Vorbild versammeln. Deswegen ganz wichtig, stellt sich die Frage, mit wem willst du versammelt sein am jüngsten Tag? Wer sind deine Vorbilder? Wer sind die Menschen, die du liebst? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als einer der jüngeren Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu ihm kam und traurig war, und er fragte der Prophet, warum bist du denn eigentlich traurig? Und er sagte, ja, Rasulallah, ich vermisse dich jetzt schon, so ungefähr. Ja? Wir sind jetzt mit dir zusammen und wir können es kaum erwarten, wenn wir mal kurz nicht mehr mit dir zusammen sind, dich wiederzusehen. Und ich muss jetzt schon an den Tag denken, wo du stirbst und du dann das Paradies betreten wirst und in den höchsten Stufen des Paradieses sein wirst. Und ich werde, wenn ich überhaupt ins Paradies kommen sollte, ganz unten sein und niemals deine Stufe erreichen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm sagte, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Allahu Akbar. Dhalika yawm, yawma yajma'ukum li yawmi al-jam'. Am Tag, der er euch zum Tag der Versammlung versammeln wird. Mit wem willst du versammelt werden? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wer sind deine Vorbilder in deinem Leben? Wer sind die Menschen, die du wirklich liebst? Mit ihnen wirst du am jüngsten Tag versammelt sein. Wem gibst du Priorität? Ich muss mich manchmal wundern, subhanallah, so manchmal Kommentare auf Instagram, wenn man was postet. Dann denkt man so, von Muslimen, wirklich, von Muslimen, die auch äußerlich aussehen, die Muslime. Schwester mit Kopftuch oder auch Brüder. Und sagst du, ich mache manchmal Kommentare, wo du dich wunderst. Ja, was sie für Maßstäbe in ihrem Leben haben. Ich hatte neulich vor ein oder zwei Tagen einen Post gehabt,
bezüglich, oder schon 3-4 Tage her jetzt, über Qatar und diese ganze Hetze gegen Qatar. Natürlich gibt es vieles, was dort geschieht, was falsch ist. In den Golfstaaten im Allgemeinen, das will ich gar nicht kleinreden, das ist schlimm, die Menschenrechtsverletzungen, gar keine Frage. Aber trotzdem merken wir, dass es momentan eine regelrechte Hetze gibt. Ja, man hat so das Gefühl, da kommen so Ressentiments auf, ja, die schon sehr, sehr alt sind und die werden verbunden. Das war in dieser Weise nicht vorhanden, als es um China ging, mit der Olympiade oder Russland. Ja. Man gab es auch natürlich viel Kritik, ja, aber bei weitem nicht so, wie es momentan ist. Und nicht diese dass denn offiziell Leute jetzt sozusagen wie Philipp Lahm und andere sich komplett zurückziehen. Und dann denkst du, das ist übertrieben. Und dann werden viele Dinge erwähnt. Man darf keinen Alkohol trinken, man darf das nicht, man darf jenes nicht. Gut, okay. Und dann habe ich auch erwähnt, ja, gerade auch, dass jetzt mit dieser ganzen LGBTQ-Bewegung, dass diese Lobby auch sehr stark geworden ist. Und dass im Grunde genommen sie versucht, allen Kulturen ihre Ideologie aufzuzwingen. Da hat man in Kommentare gelesen, Leute sagen, ja, wie kannst du das überhaupt als Lobby bezeichnen? Ja, es geht doch hier um ganz klare Menschenrechte, ja, und wir müssen auch, wir dürfen nicht gegen diese Lobby hetzen, sondern das ist nur sozusagen rechte Parteien würden das tun. Und ich frage so, was sind eigentlich deine Maßstäbe in deinem Leben für richtig und für falsch? Ist dein Maßstab für richtig und für falsch immer das, was momentan gerade aktuell als modern angesehen wird? Oder ist dein Maßstab für richtig und für falsch, was Allah und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben? Das ist eine wichtige Frage, die ich mir stellen muss als Muslim. Weil wenn ich immer mit dem Zeitgeist gehe, dann müsste ich ja vor 30, 40 Jahren eigentlich gegen diese Bewegung gewesen sein. Ja? Und jetzt müsste ich dafür sein. Und Allahu a'lam, was in 30, 40 Jahren dann wieder ist. Dann müsste ich ja permanent meine Position wechseln. Aber ich als Muslim habe eine feste Position. Und was ist meine feste Position? Qala Allah wa qala Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Allah hat gesagt und der Gesandte hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam. Das ist meine feste Position, das ist meine Moralvorstellung. Das ist mein Maßstab für richtig und für falsch, für gut und für schlecht. Kommen wir zurück, inshallah. Wir sind gleich fertig, inshallah. Da kommen wir jetzt zu diesem richtigen Wort, dhalika yawm al-tarab. Was ist al-tarab? Al-tarab bedeutet so viel wie jemanden bei einem Verkauf, wenn ich ihm etwas verkaufe, übers Ohr hauen. Sodass er weniger hat, als er eigentlich erwartet hat. Er denkt, dass er einen Gewinn gemacht hat, aber in Wirklichkeit hat er einen Verlust gemacht. Er denkt, er hat einen Gewinn gemacht, aber in Wirklichkeit hat er einen Verlust gemacht. Und deswegen, Mohammed Asad, er übersetzt das Wort Tarabu mit was? Mit Gewinn und Verlust. Das ist der Tag des Gewinnes und des Verlustes. Hier übersetzt in der Übersetzung von Bubenheim, Übervorteilung. Was ist damit konkret gemeint? Es gibt verschiedene Interpretationen. Wir beschränken uns auf zwei Interpretationen, inshallah ta'ala. Die eine Interpretation ist, dass der Mensch am jüngsten Tag, der geglaubt hat, dass er in dieser Dunya erfolgreich gewesen ist, indem er nämlich sich abgewandt hat vom Wege Allahs und sich voll und ganz auf diese Dunya konzentriert hat, am jüngsten Tag merken wird, oh, dieser Handel ist doch nicht erfolgreich gewesen. Dieser Handel ist alles andere als erfolgreich gewesen. Ich habe eigentlich alles verloren. Innal insana lafi khusr. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Ich dachte, dass ich das Glück erreichen kann, indem ich mich voll und ganz auf diese Dunya konzentriere und mich von der Religion und von Allah und was alles damit zu tun hat, den Geboten Allahs, lossage. Und einfach nur Erfolg in der Dunya habe. Und am jüngsten Tag, wenn dieser Mensch auferstehen wird, wird er merken, er hat eigentlich alles verloren. Khasira Dunya wal Akhira. Er hat die Dunya und das Akhira verloren. Weil er nämlich die Dunya gegenüber dem Akhira vorgezogen hat. Und das ist dann was? Dieser Verlust, den du aber erst später merken wirst. Nicht sofort auf Anhieb, das merkst du erst später. Und das ist ja genau das Schwierige bei diesem Tarab und Ruben. Das ist eine Sache, wo ich erst später merke, dass ich einen Verlust gemacht habe. Ich habe mich auf ein Geschäft eingelassen und ich dachte, oh, das ist bestimmt ein gutes Geschäft. Und dann nach einigen Tagen oder Wochen oder Monaten merke ich, das war eigentlich kein gutes Geschäft gewesen. Und der Tarab bedeutet, ah, ja,
ich konzentriere mich auf die Dunya und ich denke, ich habe jetzt wirklich diesen Gewinn erlangt in der Dunya und dann am jüngsten Tag werde ich aufwachen und merken, ich habe eigentlich alles verloren. Deswegen, das ist der Verlust. Ich habe Verlust gemacht, auch wenn ich dachte, ich habe Gewinn gemacht. Die teuren Motoren hier. Die zweite Interpretation von At-Tagabun ist, und das ist eigentlich auch diese Wortform in der arabischen Sprache, und zwar der gegenteilige Gewinn und Verlust. Inwiefern? Und zwar sagen viele der Mufassirun, am jüngsten Tag werden die Paradiesbewohner die Plätze derjenigen erben und übernehmen, welche in die Hölle eintreten werden. Wie das? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surah al-Mu'min, Ula'ika humul warithun, jene sind die Erben. Was werden sie denn erben? Sie werden die Plätze derjenigen erben, welche eigentlich das Paradies hätten betreten können, aber es aber nicht betreten werden. Und sie werden das bekommen. Und die Höllenbewohner, sie werden sogar noch ihren Platz im Paradies sehen, der ihnen eigentlich zugestanden hätte, werden ihn aber dann nicht einnehmen können, sondern an ihrer Stelle wird jemand anderes das für sie dann einnehmen. Und das ist dann der Tag des Tagabun. Und aus diesem Grund sollte man sich als Muslim auf das Wesentliche konzentrieren, um am jüngsten Tag nicht diesen Verlust erleiden zu müssen. Und dann schließt Allah diese Ayah ab, indem er sagt, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمِنْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Wer an Allah glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen Taten und dem wird er in Gärten eingehen lassen durch Alt vom Bächen ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg, das ist der wahre Erfolg. Und dann die letzte Ayah, inshallah, die wir heute besprechen werden. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben, ein schlimmer Ausgang. Also Allah Ta'ala, er zeigt auf, worin der wahre Gewinn liegt und worin der wahre Verlust liegt. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu den Gewinnern gehören lassen. Amin, ya Rabbil Alameen. طيب. Alhamdulillah, wir haben heute bisschen schneller gemacht. Jetzt haben wir auch die erste Hälfte der Sura abgeschlossen, sodass wir nächste Woche inshallah dann die Sura auch abschließen können. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaykum.